Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Damen und Herren, liebe Interessierte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute möchte ich ein Thema behandeln, was in der einen oder anderen Form wohl schon einmal angesprochen wurde, was aber immer noch ein Dauerbrenner darstellt, nämlich die Frage der Echtheit, der Authentizität des Ehrenwerten Korans. Da geht es darum, dass es bestimmte Formen von Kritikern gibt, die das alte und schon eigentlich längst obsolete Prinzip vortragen, der Koran sei abgeschrieben aus biblischen oder apokryphen Texten oder sei eine schlechte Kopie von Evangelium und Tora oder sei in irgendeiner Form in späterer als der prophetischen Zeit verfasst worden, wie auch immer. Es kommen also eine ganze Reihe von Dingen zusammen. Ich möchte es in zwei Aspekte aufteilen in meinem Beitrag, nämlich einmal, was den Text selbst betrifft und einmal, was die Fixierung und historische Belegung des Textes betrifft. Das heißt, in schriftlicher oder in überlieferter Form. Und wenn wir uns jetzt den Text selber anschauen und wenn wir so etwas machen würden wie eine Gegenüberstellung von Texten und würden die entsprechenden Passagen zum Beispiel aus dem biblischen Bereich in entsprechender Form zu den Prophetengeschichten, zu verschiedenen Beschreibungen der Erschaffung der Welt oder des Kosmos, zum jüngsten Tag, zu den göttlichen Eigenschaften betrachten. Wie wird das in der biblischen Tradition gehandhabt? Wie sieht das aus? Und wie sieht das in der koranischen Tradition aus? Dann fallen uns sofort drei wichtige Dinge auf. Und diese drei Dinge machen uns ganz klar, dass diese beiden Texte völlig anders geformt sind und keineswegs abgeschrieben. Nummer eins. Der biblische Text ist historisierend, bedeutet, er betrachtet das Ganze als Erzählung einer Geschichte. Der koranische Kontext macht es nicht so. Er berichtet zwar von den Prophetengeschichten und anderen Dingen, aber er hat die für gerade auch moderne Textbeobachter irritierende Eigenschaft, dass er häufig die Zeit durchbricht. Da wird gesagt, so haben wir es gemacht und jetzt sehen wir es so und so. Das heißt, der koranische Text, wenn ich jetzt nur einmal sage, der koranische Text und nicht Allah oder Gott oder so dahinter nenne, der Text als solcher arbeitet auf eine ganz andere Weise mit den historischen Dingen, indem er sie immer wieder in einen Zeitstrom setzt, aber diesen Zeitstrom selber durchbricht. Vorher, jetzt und nachher ist für den Sprecher des Korans, wenn wir ihn mal so bezeichnen wollen, textkritisch, anscheinend dasselbe oder wird immer wieder durchkreuzt. Es ist keine konsistente Erzählung, während zum Beispiel der biblische Text sich als der Bericht der Kinder Israels bezeichnet und ihrer Vorgänger und von daher auch ganz anders geformt ist. Man merkt das fast mit jedem Satz. Noch weiter, in einer Zeit, wo Plagiate und Plagiatsjäger Hochsaison haben, würden wir sagen, wo haben wir denn im Grunde ein direktes Wortzitat, was nicht als solches ausgewiesen ist? Da würden wir gar nicht fündig werden. Das haben Leute schon versucht. Es gibt ernsthafte und aufrichtige und korrekte Textkritiker, die auch gar nicht religiös sein müssen. Die haben sich alle klassischen Texte, alle biblischen Texte, Apokryphe wie nicht Apokryphe, herangezogen und mit dem Koran verglichen. Und da kommt einhellig die Meinung, ja, es gibt viele Thematiken, die wir in verschiedenen evangelischen Texten, Evangelikaltexten finden, sei es das heutige kanonische als auch apokryphe Texte, das finden wir im Koran auch. Aber nur als Thema, nicht wie es behandelt wird. Es wird also immer in einen sehr spezifischen Kontext gesetzt, der in den historisch früheren Texten nicht da war. Und das ist kein Plagiat, das ist eine Umsetzung, wenn überhaupt. Soweit würden wir gehen, wenn wir jetzt Textübernahmen voraussetzen würden. Das heißt, gehen wir davon aus, dass der historisch ältere Text der Ursprung ist und dass der, wie auch immer, artige Verfasser des Korans sich daraus bedient hätte, dann müssten wir sagen, da ist eine völlig andere Geschichte daraus geworden. Das ist Nummer eins. Betrachten wir es jetzt von der koranischen Seite aus. Hier
beschreibt der Sprecher des Korans und der Koran schreibt sich selber Allah als Sprecher zu. Das heißt, hier tritt Allah als der Sprecher auf. Im Selbstverständnis des Korans ist Allah der Ersteller des koranischen Textes, nicht Mohammed. Mohammed ist nur ein Sprachrohr, ein Medium, modern gesprochen. Das kommt im Koran selber hervor. Das ist nicht von außen her oktroyiert. Das kommt überall im Text heraus. Allah sagt, wir sagen, Pluralis Majestatis, ich, Allah, sage, immer wieder kommt das vor. Das heißt, anders als im biblischen Text, der durchaus in einer abstrakten Form über Gott erzählt und dem, was die von ihm erwählten Propheten und Völker tun, oder auch deren Gegenspieler, ist der Koran letztlich in einer Ich- und in einer Wir-Form und in einer sehr persönlichen Form gesetzt. Und das ist ein wichtiges, anderes Kriterium. Der Koran ist also kein sogenannter literaturwissenschaftlich beschreibender Text, sondern ein persönlicher, stellungnehmender Text. Das ist etwas literarisch völlig anderes. Und das ist nicht nur singulär bei dem einen oder anderen, sondern das durchzieht den ganzen Text. Sogar da, wo scheinbar abstrakt von Ereignissen der Prophetenzeit und der früheren Propheten und der Völker erzählt wird, kommen immer wieder ganz persönliche Stellungnahmen. Und wir hatten ihnen doch nachgelegt, nicht dem Schaitan zu folgen. Und wir gaben ihnen die Gebote, damit sie rechtgeleitet sein sollten. Das sind Äußerungen, die von einer ganz anderen persönlichen Beziehung sprechen. Hier kommt es auch nicht, kommt auch nicht der Strafenaspekt so stark raus, sondern hier kommt der heraus von jemandem, der eigentlich eine Verantwortung übernommen hat, sie an andere übergeben wollte und immer wieder dabei enttäuscht wird in dem Sinne, dass die anderen das nicht tun und dementsprechend sagt, und darum mussten sie das und das Schicksal ereilen. Und darum mussten sie so und so handeln. Und darum haben sie sich selber Unrecht getan. Also das sind Formulierungen, die sie so im biblischen Text nicht finden. Und es ist auch nicht Sinn des biblischen Textes. Das muss man auch sagen. Das kommt aus jeder Zeile hervor. Beide Texte folgen einer völlig anderen Sparte. Und ich sage nicht besser oder schlechter. Es ist einfach literaturwissenschaftlich klar. Jeder, der sich im Fach auskennt, das sind zwei völlig verschiedene Texte. Das ist das Erste. Hier reden wir also auch nicht von einer Direktübernahme. Das Zweite. Gibt es irgendwo Plagiate, jetzt im modernen sprachtechnischen Sinne, obwohl diese Definition vor der Neuzeit völlig blödsinnig ist. Also Plagiate hat immer jemand betrieben. Aber das ist hier nicht der Fall. Da, wo eindeutig Zitate manchmal aus dem Alten Testament, manchmal aus anderen Quellen kommen oder wo das Dinge sind, die darauf referieren, da wird das deutlich gesagt. Und so haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, dass, Punkt, Punkt, Punkt. Und so haben wir ihnen das Gebot des Sabbat, also des Schabbes, des Sabbats auferlegt und derartige Dinge. Auch da, es wird in einen Kontext gestellt. Es wird nicht eins zu eins etwas genannt, sondern es wird darauf Bezug genommen. In einer sehr spezifischen Art und Weise. Der Stil bleibt weiterhin da. Das betrifft jetzt die Dinge, die man in anderen Schriften auch findet. Jetzt kommen wir zu Dingen vom Text her, die man in anderen Schriften nicht findet. Das ist zum einen die Beschreibung der Erschaffung der Welt. So wie die Welterschaffung in der sogenannten Bibel, also im Alten Testament, in der Tora geschildert wird, wird sie im Koran nicht geschildert. Weder was Zeitumstände angeht, noch was die Reihenfolge der erschaffenen Dinge angeht, noch was die Eigenart der erschaffenen Dinge angeht. Das, was viele Beobachter, die sich damit auseinandersetzen, frappierend finden, dass die Reihenfolge anders ist als in Bibel und Tora auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit auch den modernsten historischen Erwägungen konform ist, während das bei der Bibel oder der Tora ein eindeutiges Problem darstellt. Dieses Problem hat der Koran nicht. Das ist schon ein erster Ansatzpunkt, dass hier etwas ganz anders ist. Wäre das übernommen worden, dann müssten diese Unverträglichkeiten ja auch übernommen worden sein. Aber die sind eindeutig nicht da. Das ist ein wichtiges Indiz, was jetzt den Inhalt des Textes angeht und seinen Gesamtaufbau.
dass hier eben nicht eine Übernahme stattgefunden hat, sondern dass hier bestimmte Dinge auf ähnliche Weise genannt sind. Gut, das ist jetzt die eine Sache. Jetzt kommen wir zur Historizität, zur historisch belegten Echtheit des Textes. Lassen wir einmal die Frage außer Acht, wer diesen Text verfasst hat. Wir würden jetzt sagen, dieser Text müsste von seinem Ursprung her der notwendigerweise aus dem 7. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung stammen. Wenn wir sagen, dass dieser Text aus der Zeit des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, stammte, dann sind wir im 7. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung. Wenn dieser Text also aus dieser Zeit stammt, dann ist dieser Text zumindest historisch gesehen echt. Das, was wir zuerst besprochen haben, ist die Texteigenständigkeit, also nicht abgeschrieben, nicht plagiiert, nicht aus anderen Bruchstücken zusammengesetzt. Das kann man von der Quellenanalyse und von der Literaturanalyse eindeutig sagen. Das braucht nicht viel Kunst. Das ist eine wissenschaftliche Frage. Die Frage der Historizität ist schwieriger. Damit haben sich etliche Forscher der letzten Jahre und Jahrzehnte beschäftigt. Und es gibt historische Funde auch diesbezüglich in verschiedenen Universitätssammlungen von Handschriften. Man hat Teile oder auch ganze Teile, sowohl im Jemen als auch in Großbritannien, Stichwort Birmingham, als auch im deutschen Bereich, Stichwort Tübingen, gefunden, die nach entsprechender Analyse des Grundstoffes, des Beschreibstoffes schon eindeutig aus dieser Zeit stammen, also aus dem 7. Jahrhundert. Noch wichtiger, diese Texte, deren körperliches Material aus der fraglichen Zeit stammt, also aus der fraglichen Zeit original ist, ist auch konform, von wenigen Schreibeigenheiten abgesehen, genau dem Text, den wir heute im Arabischen als den koranischen Text kennen. Er zeigt auch all die Einschränkungen, die man von einem Text der damaligen Zeit erwartet. Das heißt zum Beispiel keine Punktierung, keine Vokalisierung, keine Endmarkierungen der Verse und derartiges mehr. Die Schriftart ist ebenfalls historisch nachgewiesen für diesen Zeitraum. Das heißt, es gibt keine ahistorischen Eigenheiten in diesem Text. Der Text ist so, wie man es von einem Text des 7. Jahrhunderts vom Schreibmaterial angefangen bis zur konkreten orthografischen Form erwarten kann. Er ist auch identisch dem anderen Text, also dem Text, den wir heute vorliegen haben. Das heißt, wir reden hier von einer historisch eindeutigen Textkontinuität. Würden wir, was jetzt nicht unser Thema ist, würden wir diese Textkontinuität auf das historische Phänomen von der Bibel, speziell im Neuen Testament beziehen, bliebe gar nichts übrig. Weil wir wissen von kirchlichen Quellen selbst, dass der Kanon mehrfach verändert worden ist. Aber lassen wir das Thema mal beiseite. Denn das Thema ist jetzt der Koran. Wir halten zwei Dinge also hier erst einmal fest, als erstes Ergebnis. Aus literaturwissenschaftlicher Betrachtung ist das Argument hinfällig, dass der Text plagiiert ist. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht lässt sich nachweisen, durch eine Zusammenstellung von vergleichbaren Textelementen ähnlicher Erzählungen, dass hier keine Ähnlichkeit der beiden Textpassagen besteht, sondern dass ein ähnliches oder gleiches Thema in eine völlig andere literarische Form umgegossen wurde, und zwar konsistent, immer, nicht nur an der Stelle. Dazu kommt jetzt die historische Kontinuität. Das bedeutet, es gibt historische Reste, schriftliche Reste, die ebenfalls genau dem heutigen Bestand entsprechen und nach entsprechender Analyse eindeutig aus dem 7. Jahrhundert stammen. Sowohl das äußere Erscheinungsbild als auch das logische, das orthografische, das stilistische, das sprachliche Material passt alles zu der entsprechenden Zeit. Jetzt kommt der letzte Schritt und der ist auch wichtig. Passen die Inhalte unabhängig von den Prophetengeschichten und den historischen oder als historisch betrachteten Passagen, passen diese besonderen Inhalte, die sehr häufig die Wissenschaftler erstaunen, zu einem Text des 7. Jahrhunderts?
Antwort nein. Gemeint, wäre der Koran eine, wie auch immer, zusammengestückelte oder zusammengestellte Textsammlung von spätantiken Textstücken anderer Religionen oder Philosophien, dann müsste er genau dieselben Einschränkungen haben, dass er nämlich in wissenschaftlicher Hinsicht genauso wenig standhält wie all diese Ideen. Tatsächlich ist das nicht so. Das Interessante bei dem Text des Korans ist, dass er immer wieder die Wissenschaft erstaunt, egal ob sie Muslime sind oder nicht, weil er den jeweiligen wissenschaftlichen Kriterien standhält. Es gibt also keine eklatanten und eindeutigen Widersprüche dagegen, wenn man die Worte, die Textstücke richtig fasst. Darüber gibt es mittlerweile eine eigenständige Forschung, sowohl von Muslimen als auch von Nichtmuslimen. Deswegen fasse ich das einmal zusammen. Es gibt drei wichtige Argumente, aus denen man sagen kann, das Argument, der Koran sei ein Sammelsurium aus früheren Schriftpassagen und sei zusammengestückelt in späterer Zeit, dass man dieses Argument entkräften kann, liegt an drei Dingen. An der literarisch-wissenschaftlichen Analyse, die eindeutig macht, der Text des Korans ist von seiner ganzen Art her völlig anders geformt als die der anderen Offenbarungsschriften. Zweitens, dass der Text historisch belegt ist durch historische Funde, die eindeutig, wie eben geschildert, aus dem 7. Jahrhundert stammen. Und drittens, dass dieser Text des Korans, so wie er heute besteht, in den Passagen, in denen er nicht Erzählungen berichtet, sondern über die Eigenarten der Welt und der Schöpfung etwas sagt, in frappanter Weise den wissenschaftlichen Forschungen entspricht und sich damit ganz deutlich absetzt gegenüber den biblischen Texten, den Texten, die wir in der Tora und in den Vortora-Texten finden, als auch den Philosophien und anderen geisteswissenschaftlichen Ideen, die man in der Spätantike hatte. Aus diesen drei Argumenten heraus muss man die ganze Argumentation der Eingangsfrage ablehnen. Das heißt, der Koran ist keine Abschrift von etwas, er ist keine Zusammenstellung von etwas, er ist nicht eine Kopie von etwas, er ist nicht auch ein Plagiat von etwas, er ist eine eigenständige Schrift, die historisch genau aus der Zeit stammt, aus der sie zu stammen behauptet und die in ihrer Eigenart keinem anderen Text ähnlich ist, den wir historisch in irgendeiner Weise kennen oder nachweisen können. Und in diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.